Hi, ich habe ja vor ein paar Wochen die Theorie gehabt, dass man die neue Photoshop AI bzw. Generator Fill auch für Street-Fotografie nutzen kann. Insbesondere für Face-Swaps, weil wenn du das Gesicht von jemandem tauschst, du logischerweise keine Probleme mit Datenschutz bekommst, was ja so ein Angstpunkt von einigen ist. Und ich will jetzt auch gar nicht viel rumlabern, deshalb springen wir einfach gleich rein. Du brauchst dafür die Photoshop Beta. Das heißt, das normale Photoshop, das du kennst, kann das noch nicht. Vielleicht, wenn du das Video guckst, ist es mittlerweile per Update drauf, aber momentan brauchen wir noch die Beta-Version. Wie kriegen wir die Beta-Version? Ich bin jetzt hier in der Creative Cloud, da wo du deine ganzen Sachen von Adobe runterladen kannst. Und hier gibt es an der Seite den Reiter Applikationen, da klickst du drauf, bist dann wahrscheinlich auf dieser Seite und musst dann in der Liste hier runterscrollen zu Beta-Applikationen. Und hier siehst du dann quasi alle Beta-Sachen. Ich habe Photoshop Beta, wie gesagt, installiert. Und danach öffnest du die Software einfach so, wie du jedes andere Programm auch öffnest. Und danach sieht die Software eigentlich so aus, wie du es gewohnt sein solltest, bis darauf, dass es hier oben das Beta-Zeichen gibt. Aber ansonsten kannst du damit alles machen, was du willst. Aber sobald du halt hier irgendwie eine Maske ziehst, hast du halt hier unten die Möglichkeit zur generativen Füllung. Das heißt, du kannst einfach da jetzt deinen Prompt eingeben und dann macht Photoshop da, was du reinschreibst. Das heißt jetzt angenommen, ich würde von der Person das Gesicht ersetzen wollen, dann kann ich hier einfach meine Auswahlmaske drumherum ziehen, klicke hier drauf und gebe einfach den Prompt ein, dass es das Gesicht durch irgendeine Person, die in die Ferne guckt, ersetzen soll. Und du siehst, danach rechnet das kurz, musst du nur einen Moment warten und dann hat es unser Gesicht ersetzt und hier sogar erstaunlicherweise eigentlich einen ganz guten Job gemacht, muss ich ehrlicherweise zugeben. Können auch nochmal durchwechseln. Okay, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so gut. Wir haben ja den kleinen Mr. Zauberer. Und das ist was ganz Wildes. Okay, also wie gesagt, ich war eigentlich gewohnt, dass Photoshop eher mit sowas ankommt. Deshalb war ich ein bisschen überrascht, dass hier das erste eigentlich tatsächlich ganz gut funktioniert. Und das wäre sogar was, wenn wir jetzt hier einfach die Auswahl ausheben und einfach rauszoomen. Ich glaube, das würde sogar noch nicht mal so sehr auffallen. Das wäre sogar eine Anwendung, wo das funktionieren würde. Auch wenn ich ehrlicherweise nicht weiß, wo jetzt dieses Gesicht herkommt, was natürlich ein Problem sein kann, wenn Photoshop einfach ein anderes Bild nimmt und das Gesicht nicht quasi AI generiert, sondern einfach aus einem anderen Bild ausschneidet und dort einfügt. Weil logischerweise, wenn das eine richtige Person ist, kann das halt trotzdem noch zu Problemen führen. Ich muss aber ehrlich sagen, ich bin ein bisschen überrascht gewesen, dass das gerade beim ersten Bild so gut funktioniert hat, weil ich davor mit ein paar anderen Bildern schon mal experimentiert habe, um zu schauen, ob sich das als Video überhaupt eignet. Und da hat Photoshop ehrlicherweise keinen so guten Job gemacht. Das ist so eines der Bilder, mit denen ich experimentiert habe. Von daher will ich jetzt hier nochmal kurz schauen, was es hier draus macht. Wenn ich jetzt hier das Gesicht auswähle und einfach auch hier sage, weil ich habe es jetzt teilweise schon gehabt, dass die Perspektive nicht stimmt oder dass irgendwelche Gesichtszüge nicht wirklich richtig aussahen. Jetzt hier zum Beispiel auch irgendwie, er hat eine sehr seltsame, nach hinten gebogene Stirn. Okay, das sieht vom Gesicht her eigentlich ganz cool aus, aber ich weiß nicht genau, was das da hinten ist. Und es ist jetzt auch nicht mehr so ein ausdrucksstarker Charakter, finde ich. Und hier ist auch irgendwas Seltsames mit dem Hintergrund passiert. Also am ehesten würde ich noch sagen, passt das Gesicht von hier. Aber auch hier, wenn wir einfach mal das Vorher-Nachher uns anschauen. Ich finde, er ist ein deutlich interessanterer Charakter als jetzt das Bild hier. Und wie gesagt, selbst wenn wir jetzt damit arbeiten würden, müssten wir hier hinten im Hintergrund noch irgendwie das Ganze ein bisschen feintunen. Aber wir können uns auch noch ein drittes Bild anschauen, wenn ich jetzt hier von der Dame das Ganze austausche. Und hier hatte ich eigentlich, als ich getestet habe, die größten Probleme mit. Da habe ich richtig wilde Ergebnisse bekommen. Mal schauen. Ich meine, dadurch, dass es auch eine Beta ist, ich habe jetzt vor ein, zwei Tagen getestet. Es kann sein, dass irgendwie in der Zwischenzeit irgendein Update rauskam, dass das Photoshop besser kann. Aber okay, nee. Also wie gesagt, hier hatte ich richtig, richtig wilde Ergebnisse. Das ist definitiv nicht das, was ich wollte, Photoshop. Aber du kannst auch einfach sagen, es soll nochmal generieren. Vielleicht wird es ja besser, wenn wir ihm nochmal eine zweite Chance geben, aber erfahrungsgemäß, das ist nicht wirklich was Gutes geworden hier. Ja, genau. Das kann halt auch manchmal passieren. Also du siehst, die Möglichkeit zu Face-Swaps besteht zwar, aber es ist noch nicht wirklich an einem Punkt, wo es wirklich gut und zuverlässig funktioniert. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin bei weitem kein Photoshop-Profi. Ich würde 90% meiner Bilder bestimmt in Lightroom bearbeiten. 10% meiner Bilder ein bisschen mit Lumina als Unterstützung, gerade bei Porträts, weil ich die Porträtbearbeitung in Lumina top finde.
Und Photoshop selbst nutze ich halt eigentlich so gut wie nie, außer wenn ich Thumbnails erstelle. Und ansonsten ist das eine Software, die mir bisher einfach zu kompliziert war, um sie zu lernen und ich nicht wirklich irgendeine Verwendung dafür hatte, dass ich wirklich lernen musste. Und auch wenn ich einiges mit AI mache, also ich würde sagen, ich kenne mich mittlerweile ziemlich gut mit ChatGPT aus, aber gerade so Midjourney oder sowas habe ich nicht viel damit gemacht und kenne da auch nicht wirklich gute Prompts. Von daher kann es durchaus sein, dass wenn du bessere Prompts schreibst oder dich besser mit Photoshop auskennst, du hier nochmal ein bisschen mehr rausholen kannst. Und wenn du einen ähnlichen Wissensstand zu Photoshop hast, dann solltest du dir einen ganz guten Einblick geben, was du momentan aus der Software wahrscheinlich rausholen könntest. Aber es ist ja auch nicht umsonst eine Beta, also das ist ja noch alles in den Kinderschuhen, da entwickelt sich ja noch einiges und ich bin mir recht sicher, dass das in einem halben Jahr, einem Jahr deutlich feingetunter ist und deutlich besser funktioniert und mehr kann als heute. Von daher ist es auf jeden Fall was, was man verfolgen kann und schaut, ob das in Zukunft praktischer wird für einen. Außerdem heißt es ja nicht, dass das nicht heute schon zu irgendwas gut wäre. Zum Beispiel hier mein Hintergrund ist eigentlich nicht so hundertprozentig mein Hintergrund, weil ich zum Beispiel oder auch machen kann. Und du siehst, so schnell kann ich mich in andere Settings teleportieren und auch das ist über Photoshop AI entstanden. Das heißt, es hat auch heutzutage schon coole Anwendungsbeispiele. Damit hoffe ich, hat dir das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach's gut!